nur frohe Gesichter. 5 Tore sprechen für sich. Nach der Pause alle schön rausgespielt. Aber auch schon in der ersten Halbzeit hatten die Gästebacher nur 2 Torchancen. Die schnellen Tore in der zweiten Halbzeit waren spielentscheidend. Danach konnte man es ruhiger angehen. Stefan, was soll ich sagen? 4. Sieg in Folge, 5-2 gewonnen. Fantastisch. Kurz Statement, bitte. Ja, fantastisch war es nicht, das Ergebnis schon. Aber die Art und Weise hat mir teilweise sehr gut gefallen. Aber kolossal geärgert hat mich, dass wir in der Nachspielzeit, in der ersten Halbzeit noch den Ausgleichstreffer hinnehmen mussten. Da habe ich schon von unserer Mannschaft erwartet, dass wir da mit einer 1-0-Führung in die Halbzeitpause kommen. Und wir hatten in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr gute Chancen, die wir ausgelassen haben. 2-mal hat der Kost es wunderbar gehalten, aber 1-2-mal waren die Stürmer einfach auch nicht konsequent genug im Abschluss. Die Halbzeitansprache war demzufolge dann auch etwas deutlicher, weil ich da einfach unzufrieden war. Aber wir sind dann wirklich sehr, sehr stark aus der Pause gekommen und haben dann wunderbare Tore erzielt. Und ich bin natürlich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, dann letzten Endes auch 5-2 verdient gewonnen haben. Mit dem Abwehrverhalten oder der gesamten Mannschaft war ich nicht so zufrieden. Die Offensive war top, gerade in der zweiten Halbzeit. Und die Mannschaft hat dann doch das umgesetzt, was wir uns alle vorgenommen haben, nämlich, dass wir nächste Woche am Sonntag gegen Hadamar dann schon, ich würde mal sagen, ein Spitzenspiel haben. Ich spanne jetzt einfach mal den Bogen. Das 4. Spiel in Folge gewonnen. Es stehen 4 Heimspiele an. Nächste Woche kommt der Spitzenreiter aus Hadamar. Anschließend Stadtderby gegen Wisek. Dann der derzeitige Tabellenzweite unter Liederbach. Eder Bergland dann. 4 Heimspiele in Folge. Mit welchen Erwartungen oder auch Gefühlen gehst du jetzt in die nächsten Partien, die ja doch eventuell richtungsweisend sein werden? Ja, also den Spielplan, so wie du mir gerade geschildert hast, den habe ich gar nicht so im Kopf. Ich wusste wohl, dass wir 4 Heimspiele haben, aber ich wusste jetzt nach Hadamar gar nicht mehr gegen wen. Ich gehe in die Partien, auch jetzt in den 4 Heimspielen, wie in jede Partie, positiv angespannt. Schön, dann hoffe ich aufs Beste. Wollen wir mal schauen, wie es endet. Und ansonsten eine gute Heimfahrt und ja, noch viel Spaß heute am Sonntag. Ja, danke. Danke. Okay. Ein überragendes 5-2. Peter, überragend. Ich kann mir nur sagen, es geht weiter so. Jetzt haben wir das Topspiel nächste Woche. Darauf haben wir hingearbeitet und jetzt haben wir es. Und jetzt bin ich mal gespannt, was nächste Woche passiert.